Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Harvest Days. So, hier ist alles schick. Ich weiß gar nicht, kann ich eigentlich schon irgendwas ernten? Manche Sachen brauchen ja nicht so lange. Da gucken wir mal. Ja, Wusel, hier bin ich doch. Hallo. Was habe ich auch wieder gekriegt? Hier gucken wir gleich mal. Da sind die Bäume, das gucken wir uns gleich mal an. So, hallo Minka. Jawohl. So, hier irgendwas. Hier sollten wir dann auch mal langsam gucken. Pflaume. Ja, von Pflaume bin ich ja noch lange entfernt. Da brauche ich erstmal einen Pflaumenbaum. Einen Pflaumenbaum. So, dann haben wir das jetzt endlich fertig. Also, dann wäre ich hier den Käse. Habe ich eine große oder eine kleine? Eine kleine. Hier kam's. So, dann packen wir hier den Pup hin. So, dann wollte ich hier das Grundstück kaufen. Das war. Achso, ich muss jetzt die 400 Holz natürlich in die Hand nehmen. So nicht. 400. So, dann gucken wir mal. Jo, Wusel. Kaufen. Ach so, morgen früh. Ach, siehst du, da fällt mir ein, wir wollten ja die Hauserweiterung, also die Grundstückerweiterung angucken. Sammeln. Die Produkte. Das, das. Habe ich irgendwie doch alles mitgeschleppt, so. Einmal Post. Gestern war wirklich viel zu tun. Ich bin so erschöpft. Könntest du mir 15 Harz bringen? Ja, wer war denn Markus nochmal? Und Eva. Pity, es ist Sommer, falls du es noch nicht wusstest. Der Sommer ist die perfekte Zeit für Weintrauben. Genau, du kannst diese süßen Leckerbissen jetzt fast überall finden. Mit der Ernte lässt sich sogar etwas Geld verdienen. Du kannst sie auch einfach alle sofort selbst essen oder du machst deinen eigenen Weg aus, Wein aus ihnen. Ja, wie das geht, ich glaube, das ist noch gar nicht im Spiel integriert. Also, nach dem Bauplatz gucken, dann will ich mal ein bisschen nach Wein gucken, gucken, was ich sinnvollerweise noch bauen kann, muss, will, darf. Oh, ich kann die Rüben ernten. Kaffee 7 Tage. 2 Tage. 11 Tage. 9 Tage. Karotten kann ich auch ernten. Dann machen wir das. So, dann haben wir hier die Sonnenblümchen. Weizen ist morgen fertig. Die Honigmelonen. Langsam kommt ein Bäumchen. So, dann hast du schon wieder Pup gemacht. Würde ich gerne. Ernte Sommer. So. Also, Karotte und Rübe. Einstapeln.
10 und ein Stapel 10, falls ich welche brauche. Was wollte die 5? Fünfundzwanzig Harz? 15, aber wer ist denn Markus? Warte mal. Soziales. Ach, ich muss ja auch noch. Moment, einen großen Stall muss ich ja auch noch bauen. Das habe ich mir das eigentlich schon aufgeschrieben. Nee, weil ich erstmal andere Sachen machen wollte, ne? Große oder erstmal einen kleinen Stall. Aber ich schreibe mir schon mal das Material auf. So, großer Stall. Und das vom kleinen Stall schreibe ich mir auch nochmal auf. Weil da will ich ja noch welche bauen. So, Markus. Markus und Kaninchen soll ich kaufen. Kleiner Stall. Kaninchen zweimal. Markus. Markus ist. Jetzt doof, ich finde hier keinen Markus. Ach, er ist das. Das ist dieser Baufuzzi. 15 Harz, die stecken wir jetzt mal ein. So, die Angel nehmen wir wieder mit für den Fall der Fälle. Dann werde ich das hier mal verkaufen. Okay. Einmal Pup weg. So. Der Käse ist fertig. Münzen. So, dann wollte ich jetzt hier noch mal gucken, was ich denn hier noch mal bauen kann. Also, Kiste ist klar. Da machen wir dann für den Herbst auf jeden Fall 2. Bienenstock habe ich genug. Steinofen. Den hatte ich gemacht. Kleiner Stall. Achso, das will ich mir nochmal aufschreiben, was der kleine Stall gekostet hat. 200 Holz. 100 Stein. Weil ich will eigentlich 4000 Gold. Eigentlich erstmal die kleinen fertig bauen, ne? So, und großer Stall. 400 Holz. 200 Stein, 6000 Gold. So, und warte mal, der kleine Stall, der ist für eine Hühner haben wir ja einen eigenen, Kühe, Kaninchen und Ziegen. Das heißt, ich müsste noch 2 bauen und dann die Schweine und die Rehe und Schafe. Da brauche ich dann einen großen Stall. Okay. So, Hunde, Katzenhaus, Koppel. 60 Hartholz, die haben wir noch gar nicht. Das schreibe ich mir aber auch mal auf. Koppel. Pferd muss ich erstmal gucken, was das dann kostet, weil ich muss ja auch noch den anderen Tierpreisen mal gucken. 60 Hartholz und 10.000 Gold. Koppel. Mayo-Maschine, da könnte ich dann noch mal eine zweite machen bei Gelegenheit. Biodünger, Wasserspeicher, Granulat. Schmelze, Einmach, was? Und Käsepresse können wir später auch noch mal eine machen. Garage weiß ich, wie gesagt, überhaupt nicht, ob ich das hier in dem Let's Play, weil ich werde das hier nicht bis zum letzten Ende ausreizen, das Let's Play. Ich werde vielleicht ein Jahr spielen, dass wir jede Jahreszeit mal gesehen haben.
Und da muss ich mal gucken. Extra, achso, das Gewächshaus. Sprinkler. Und die Mühle, die kommt ja erst bei Landwirtschaftslevel 7. So, wann haben wir hier? Wir haben hier den Wochenmarkt am 10. wieder. Okay. So, welches Grundstück hatte ich mir denn jetzt nochmal ausgeguckt? Das ist bei der Polizei. Hier, Peters. Hier, das habe ich mir geholt. Warte mal gucken. Hä? Hallo? Hallo? Man muss von der Seite dran. Also er lässt sich sehr träge lenken. Das ist. So, ich will jetzt noch mal gucken. Polizeistation war. Denke, denke, denke. Da, ne? Genau, und da hatte ich das Grundstück geholt. Ja, natürlich. Das ist. Da, sie sind am Bauen. Wer will fleißige Handwerker sehen? Ach, guck mal hier, da sind die Tauben. Ja. So haben wir jetzt auch. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ach so, zu dem Typi hin. Hallo. Huhu. Meiner Meinung nach ist es besser, alleine unglücklich zu sein als in Gesellschaft. Kann ich mit den Typen hier eigentlich auch reden? Ne, da komme ich noch nicht mal hoch. Ne, der schiebt mich einfach weiter hier, guck mal. So, und ich wollte zu dem Markus. Muss ich mal den Gedenke machen. Würdest du jetzt mal bitte fahren? Danke. Der Markus war ja da hinten irgendwo am Popo der Welt. Ja, so 100%, wenn ich gerade strecke, das Lenken ist so ein bisschen. Warte mal, nochmal gucken, ob ich richtig liege. Hier war Markus, genau. Ne, bin noch richtig. Ja, an der Wüste da. Ich hoffe, ich erreiche den noch. So, dir kann ich heute nicht Hallo sagen. Bin ich richtig? Oder habe ich mich jetzt vertüddelt? Wäre ja bei mir auch nichts Neues, ne? Da sind Beeren. Also Weintrauben. Da muss ich hin. Ich hoffe, ich habe den Harz mitgenommen. Ja. Aber, was habe ich gemacht? Ich habe nur ein Harz, ne? Das machen wir jetzt mal anders. Pass auf. Steig mal ab. Ich brauche ja 15 Harz, ne? Ich fahre jetzt nicht zurück.
Holz kann man ja immer gebrauchen, ne? Fünf, ups. So, noch vier. Noch zwei. Weil das Teilen hier manchmal auch so ein bisschen doof ist. So, zack, zack, zack. 15 Harz. Kommt sofort. Ich hoffe, der hat jetzt nicht schon Feierabend. Da muss ich gucken, wo der wohnt. Ah. Auto steht noch. Hallo. So. Bitteschön. Jawohl. Wenn du dein Zuhause schöner machen willst, sammle das nötige Material und spare genug Geld. Ja, das habe ich schon getan. Haben wir das auch fertig? Und dann wollte ich noch mal nach der. Wo ist denn der Ausgang da? Nach die Tierpreise gucken. Aber das werde ich heute nicht mehr können. Die hat schon zu, denke ich. Schon wieder 5:30 Uhr. Bitte. Die Kurven sind hier noch nicht so ganz kommen. So. Hängst du hier am Dingens, am Hütchen fest? Na komm. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich zurück dann mal ein bisschen laufe, dass ich Weintrauben einsammeln kann. Mal ein bisschen gucke. Weil da oben sehe ich welche. Genau, wir laufen jetzt mal zurück, weil ich noch Weintrauben einsammeln möchte. Auf dem Rückweg, so. Zerknülltes Papier im Baum. War er im Busch? Warum? Warum? Warum ist die Banane krumm? Na, sieht hier einer Weintrauben? Ich nicht. Ja, muss ich in den Wald, ne? Was gibt es denn, Weintrauben? Wir geben 20. Okay. Hätte ich es nicht geahnt.
So, dann können wir mit ihr gleich nochmal sprechen. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn ich mit den Leuten spreche, die kein Laden oder sowas haben. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Weil bei denen mit Laden und so, da bekommst du ja dann bessere Preise, wenn du mehr Herzchen hast mit denen. Aber es gibt ja auch diese Errungenschaft. Okay. So. Da ist Honig fertig. Und Ei. Honig. So. Ich hatte ja ein Ei in der Tasche. Ey, die Kühe, die sind hier am. Ne? So, dann haben wir hier noch. Papier kann ich verkaufen. Dann habe ich noch Holz. Trauben und Ei hier rein. So, das ist Sammeln. Trauben. Eieiei. Das Papier noch verkaufen. Ob hier rein. Warte mal, ich werde die Angel jetzt hier auch mal lassen. Das machen wir aber anders. Muss das mal sortiert haben. So. Ich wollte noch irgendwas gucken. Was wollte ich denn noch? Achso, einmal wollte ich hier mal. Es dauert ja eine Weile. Aber das triggert meinen Monk hier. Das muss ich einfach wieder schick haben hier. So. Und da hinten noch. Kleiner Stall. 4000 Gold. Holz und 100 Stein. Okay. So, habe ich das auch wieder schick. So, und dann wollte ich innen drin noch mal Cookie-Lookie machen. Hier. Ja, das sind ja alles Holzzaun. Ja, warum ich den Holzzaun machen sollte, ist für mich jetzt auch nicht so ersichtlich. Kann ja den alten auch nicht abreißen, ne? Bronze. Silber habe ich. Gold muss ich dann irgendwann machen. Gold, Gold, Gold. Habe ich das andere noch gar nicht freigeschaltet? Gold, Axt und Gold, Spitzhacke. Also Bett. Hockertisch, Regal. Das war auch nur Doppelbett. Steinkamin. Lackierter Holzstuhl, englisches Sofa.
Nee, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Diamant sind wir ja noch nicht. Gartenstuhl, Schlüpperstuhl. Ich suche eigentlich sowas wie, wie Lampen. Weil ich finde das, oder, warte mal, ich kann doch hier eine Fackel machen, oder? Herstellung. Fackel. Ein Holz, ein Harz. Das ist schon spät. Das will ich morgen mal ausprobieren, wenn ich es nicht wieder vergesse. So, ah, ich kann Goldaxt machen. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Goldaxt. Ne? So, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.